Wir begrüßen euch zur nächsten Folge auf der LBG Schwarzen Pumpe 1988. Mit dabei ist Matze Tiger, der Ossi Bauer Horst und der Tom. Hallöchen. Ja. Hallo. Da wir ja letztens erstmal schnell einen Düngeauftrag angenommen haben, um Geld in die Kasse zu kriegen, kümmern wir uns jetzt mal ums eigene Feld. Danach schauen wir mal, wie es weitergeht. Das müsste noch gekobbert werden. Ja, wir haben da einige Felder zu kobbern. Das wird dann die nächsten Aufgaben sein. Davon kannst du wohl schwer ausgehen. Tiger dort kobbern und Matze, glaube ich, auch. Ja? Nee, Matze fliegt. Ich bin am Flügen. Mach die tiefe Erdbewegung. Stop and go and stop. And go. In Stop and Go? Ja, ich merke das auch gerade. Wie gesagt, es ist halt immer noch Montag, wir nehmen immer noch am Montag auf und es wird auch die nächsten zwei Folgen auch noch immer noch so sein, dass wir Montag aufnehmen und ja. Die Ruckler sind halt immer noch da. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht von dem Mod vielleicht verursacht werden, die hohe Auslastung. Aber eigentlich haben wir hier nichts drauf, was wir nicht auf dem Hauptserver haben. Hier sind alles, hier sind die ganzen Mods mit Errors noch drauf. Ja, aber die, da hatten wir trotzdem auf dem Hauptserver die hohe Auslastung nicht, also von daher. Und die hohe Auslastung ist ja schon seit ein paar Tagen hier auf dem Testserver zu beobachten gewesen. Ich hätte erst gedacht, das wäre vielleicht eine Überlastung wegen des Wochenende, aber war nicht. Nicht wundern wegen den grünen Flecken hier, die ihr seht. Das ist gerade, weil wir nochmal neu ins Spiel gegangen sind. Du musst erstmal der Server wieder synchronisieren. Ups, ein bisschen weit abgedriftet. Aber da die Geschwindigkeit so und so vom Dingerstreuer bei mir vorgegeben wird, fällt das da gar nicht auf, wenn man so bitter. Ja, ist halt nur blöd, wenn es gerade die Dimmeln ruckelt, wenn man gerade versucht, die Bahn ein bisschen zu korrigieren. Jo. Aber gut, ich sag mal so, wenn wir die heutigen Aufnahmen durch haben, geht das Server eh erstmal in eine fast dreiwöchige Erholungspause, also von daher. Jetzt halt werden sie wohl schaffen, das zu fixen. So, hole ich mir mal erstmal neuen Dünger. Davon werden wir wohl ausgehen können, oder? Aber in der letzten Aufnahmesession hat es aber eigentlich nicht so geruckelt, oder? Ich bin der Meinung, das hat wahrscheinlich damit zu tun, weil wir ja alle nochmal neu connected haben, dass wir jetzt alle die Probleme haben. Weil er muss ja jetzt auf 4 Leute zugreifen. Weil es greifen 4 Leute auf den Server zu. Ja, das ist ja egal. Aber wir waren noch beim letzten Mal mehr, oder? Ja, und auf dem Hauptserver im letzten Stream waren wir mit 8 Leuten gleichzeitig auf dem Server. Das macht dem Server eigentlich nicht viel aus, daher kommt das nicht. Wegen der Synchronisation, das meine ich.
Er synchronisiert ja nichts mehr. Die Synchro macht er einmal, wenn du auf dem Server joinst. Danach speicherst du ja quasi die Fahrzeuge erst wieder ab, wenn, wenn du speicherst. Jetzt im Moment hast du eigentlich nur die Abfrage zwischen dir und dem Server. Mehr ist im Moment gar nicht. Genau, und wenn es nur einer hätte, dann wäre es halt die Datenleitung, aber da es alle haben, kann es nicht an der Datenleitung liegen. Ihr könnt es auch nicht, weil wie gesagt, das Server hat noch 100%ige Auslastung gehabt vorhin. Bis dann, der hat wahrscheinlich immer noch. Wir stapazieren ihn wahrscheinlich jetzt drüber. Yippie. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr, wenn ihr auch Multiplayer-Team seid, ob ihr auch so einen Ärger mit den G-Portal-Server habt. Tablet ist nicht nur G-Portal lassen, das haben die Fehler haben alle, wenn sie mal kommen. Das ist die Giants eigene Software, die wir nutzen. Du hast ja diesen das Web-Interface und das ist von Giants programmiert. Das haben sie alle gleich. Ja, aber das Komische ist ja, wir haben es nur auf dem Testserver, der Hauptserver läuft sauber. Ja, das kann sein, dass da gerade der Testserver, auf dem jetzt gerade der Testserver drüber läuft, der gerade ein bisschen Mucken macht bei denen. Da würde ich jetzt einfach mal nachher mal hinschreiben und IP-Änderung beantragen, dass er auf einen Server gelegt wird. Dann ist das Problem wieder gelöst. Bin doch quasi mit dir schon fast per Du. Ah ja. Aber nur quasi. So oft ich mit dir schreibe. Ah ja. Aber immer schön höflich bleiben. Denk dran, die haben einen Stecker in der Hand. Ja, nur ich habe einen gültigen Vertrag mit dem. Gehen Sie dem nicht nach, dann habe ich den längeren Hebel. Obwohl sich das nicht wirklich lohnt, was für den Preis, den wir bezahlen, wenn ich dann dafür einen Anwalt einschalte. Ist wahrscheinlich zu gering. Ist es auch. Wir befinden uns im unteren zweistelligen Bereich. Wir müssen ich kann halt irgendwas arbeiten machen, wo du schön langsam fahren kannst, musst. Ich muss sagen, jetzt im Moment geht's eigentlich gerade bei mir. Ah, bei mir ist es schlimm. Wenn du schneller fährst, siehst du das richtig, wie es springt. Hätte ich sagen sollen. Haben wir noch einen Grupper auf dem Hof oder kann ich mir ja gleich mal. Musst du noch einen holen. Weil, wenn Ossibauer mit einem L60 das. Düngt, ist er auf alle Fälle schneller. Ja, das sehe ich noch nie so. Ja, du stotterst ein bisschen schneller wie Tom, so. Ja, das vielleicht, ja. So zwischen 20 und 0 km/h. Jetzt lass doch die armen Stotterer. Mensch, die können auch nichts dafür. Aber bei mir wird es wohl nie reichen, Tom. Na gut, dann komme ich nochmal zurück. Jetzt bei 12%. Man kann es gleich auf der 19 weitermachen. Ich bin gleich fertig. Ja, erstmal unsere Felder ja wieder bearbeiten. Ja, das ist doch unser Feld hier. Ja, eben drum. Also, ich würde ja sagen, der LKW ist kaputt. Oder stottert oder was? Ein Zündaussetzer, ja, mein ZDU. Haben sie da überall das falsche Motoröl diesmal reingefüllt oder was? Ich habe
Gefühl, der wurde mit Benzin nachgetankt. Der versucht jetzt bei einer Inkompression Benzin und Diesel zu verbrennen. Ja, dann würde noch ein entsprechender Ton dazu kommen, aus dem Auspuffrohr raus. Ja, ich habe da das Gefühl, als wenn sie hier im Rosti vergessen haben, eine Zündkerze reinzusetzen. Ich glaube, der läuft nur auf 2. Tiger, die ist leider keine Zündkerze. Das weiß ich, Tom, das sollte jetzt auch eigentlich mehr oder aha, weniger. Gut. Der Witz da. Der hat maximal eine Glühkerze. Das kommt auch drauf an. Aber ist das bei euch manchmal auch so, dass manchmal die Lampen so ein bisschen aufblitzen? Ich habe irgendwie so nachdem der Patch drauf ist, der neue. Irgendwie so, als wenn da zwischendurch mal die. Wenn wir hinten aufblitzen, sei es die Bremsleuchte, mal der Blinker, manchmal sind die Runden umleuchten. Also. Im Singleplayer ist mir das schon aufgefallen, ja. Und gerade so, wenn du Tageszeitenwechsel hast. Das ist ganz schlimm. Ja, also ich habe jetzt gerade bei der Helligkeit hier auch gerade zwischendurch mal gehabt. Ja, also zwischendurch kann es mal passieren, aber gerade wenn es so entweder zum Abend geht oder wenn morgens es denn hell wird, da finde ich das ganz schlimm. Heute dürfte doch morgen eigentlich gar nicht sein. Yippie, ich bin der. Hey, ich schätze mal, hey. Da haben sie wieder irgendwas geändert und jetzt ist da schon irgendwie wieder ein Fehler drin. Wahrscheinlich. Ist doch nichts Neues, dass Chains was kaputt repariert. Kaputt patcht. Ja, kaputt patchen ist immer so ein böses Wort. Ich meine. Performance verbessert. ihr seht das immer so ein bisschen falsch. Ich meine, die gehen immer von ihren Hauptfahrzeugen aus. Und wir spielen nur mal mit Mods. Und dass da Fehler auftauchen können, das ist ja menschlich. Die haben ja Fehler reingepatcht, die betreffen ihre Hauptfahrzeuge. Das haben sie schon wieder rausgehauen. Weil das wäre Patch 1.3er. Nee, das mit dem Helfer, der da unzittrig hat beim Helferbetrieb mit den Hextern und so, das. Ja, und mit der Gülle, der Gülleansicht auf den Feldern, hast du ja gesagt. Ja, aber mal, ist das aber auf geraden Feldern oder auf eckigen Feldern, also auf runden Feldern? So wie sie im offiziellen Forum geschrieben haben, auch auf der Hauptkarte, auf der Standardkarte. Na gut, okay, aber sag mal so bei runden Feldern kann man das ja irgendwo verstehen, weil der Helfer ja meistens nur für eckige Felder ausgelegt ist. Nee, wenn die mit Standardkarte, Standardhelfer laufen ja, das, lassen das ist mit ja dem klar. Häcksler, das ist ja auch richtig. Dann wird ja die Geschwindigkeit permanent ändern. Also nie konstant fahren. Nee, wenn das da ist, das ist ja okay, aber ich sag mal so, normalerweise sind die Helfer ja wirklich nur für diese geraden Felder ausgelegt, deswegen frage ich dich da explizit nach. Nee, die haben da schon rumgemeckert, weil es betrifft auch Konsole, nicht bloß ein PC, glaube ich. Oh, vielleicht haben sie wieder irgendwo Dollarzeichen vergessen. Das kann ja mal passieren. Ja, hast du zum Beispiel grüne Stroh statt gelbe Stroh. Vor allen Dingen, die haben sie auch noch zugegeben, dass sie den Fehler schon gefunden haben und behoben haben, aber kommt halt weder in Hotfix noch sonst was raus. Die Giants hat noch nie Hotfix gemacht. Ah ja. Das stimmt. Also Hotfix haben sie noch nie gemacht. Ah ja, war ja gleich nachdem das Spiel rausgekommen ist, war doch da mal ein Hotfix gleich. Nee, das war kein Hotfix, das war der Day One Patch. Ach so. Das ist, betraf auch mehr so die Leute, die quasi die Beta-Version hatten. Du hast so die ganzen Streamer, die schon diese Vorab-Version hatten, die hatten da meistens dann die restlichen Sachen, die da noch fehlten, mit quasi dazu bekommen. Wir haben da eigentlich keinen großen, wir haben den zwar auch gekriegt, aber wir haben da eigentlich keinen großen Vorteil drum gehabt. Das war so gesehen quasi der Release-Patch quasi. Dann rücke ich gleich mal noch rüber zur 17, die gehört uns auch, da fehlt auch noch. Das schaffen wir noch in dieser Folge. Ich fahr schon mal hoch zum Tiger.
Ja, dann musst du zum Hof fahren, wenn du zu mir fahren willst. Naja. Die lassen mich alle alleine hier auf dem Feld. Wieso hast du Gruppe 18 und 15 schon gegrubbert? Ja, ich grubber jetzt hier nicht vier Folgen lang. Guckt sich doch keine Sau an. Tiger, dann machen wir halt noch mal Fahrzeugwechsel. Na, ja, hättest du die Dünnersteuer ja nehmen können. Ja, nun steht das Gerät schon auf dem Hof. Das soll das erste Mal für heute gewesen sein, wer noch was macht und ob wir das noch ausknobeln, wer es kürzere Streichholz gezogen hat, seht ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschö. Tschö.